Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Dieser Panzer befindet sich in den Andamanen in der Stadt Port Blair in einem besonderen Garten. Dieser Panzer wurde im Jahr 1970 in der Panzerfabrik in Avadi, Chennai hergestellt und heißt Vijayanta. Dieser Panzer wurde im Jahr 1971 in dem Krieg zwischen Indien und Pakistan eingesetzt und hatte Erfolg. Man erinnert sich an diesen besonderen Ereignis, da dieser Panzer für den Schutz einer Nation hergestellt wurde. Dieser Panzer wurde eingesetzt im Krieg, um unsere Nation zu schützen. Dies ist heute ein Denkmal geworden. Also, was möchte der Herr heute uns mitteilen durch Psalm 91, Vers 11? Denn er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Unser Herr kümmert sich sehr, um uns auf unseren Wegen zu schützen, genauso wie die Armee für die Sicherheit einer Nation ist, die in der Armee benutzten Panzer und ähnliche, wie zum Beispiel Schiffe und Flugzeuge. Warum sind denn all dies sehr besonders? Weil sie für die Sicherheit der Nation sorgen. Für den heutigen Zustand ist dies sehr wichtig. Auch wir haben auf dieser Welt geistliche Konflikte. In der geistlichen Welt haben wir einen unsichtbaren Feind, den Satan. Dann benötigen wir unbedingt Schutz in dieser sehr bösen Welt. Um uns von den Gefahren von Satan zu beschützen, brauchen wir unbedingt Schutz. Nur aus diesem Grund befiehlt der Herr Engel uns zu beschützen. Die lagern sich um uns herum, uns zu beschützen. Die Engel beschützen uns genauso wie die Armee an unseren Grenzen, verteidigen uns von den Feinden. Die Engel des Herrn lagern sich um uns herum und beschützen uns von unseren Feinden. Sie verhindern, dass der Satan uns annähert. Obwohl er uns anfassen, zerstören oder beschädigen möchte, sind die Engel bei uns. Glaubt ihr daran? Ich glaube daran. Wenn ich immer in anderen Nationen reise oder Dienste des Herrn unternehme, frage ich den Herrn, um mich zu beschützen. Ich danke dem Herrn, dass die Engel um mich herum in meinem Wagen sind. Ich danke und preise den Herrn, dass die Engel um mich herum sind in dem Flugzeug, den ich verreise in anderen Ländern. Ich lobe und preise den Herrn unendlich, weil das Wort Gottes sagt, und ich glaube daran. Je mehr du dies bekennst, werdest du die Bedeutung des Segens verstehen. Was solltest du denn dafür tun? Du sollst den Herrn loben und preisen, weil der Herr seine Engel befohlen hat, dich und deine Familie von allen Übel zu beschützen. Meine Kinder besuchen die Schule. Mein Sohn, meine Tochter geht zur Uni. Du hast deinen Engel befohlen, sie zu beschützen. Ich lobe dich und preise dich für all diese Sicherheit. Wenn du dies sagst, würdest du auch die Gegenwart der Engel bei dir spüren. Aber achte darauf, dass ihr nicht die Engel lobt, sondern den Herrn, der die Engel entsandt hat. Daher, dass wir nun wissen, dass wir einen wunderbaren Herrn haben, der uns beschützt, lobet und preist den Herrn und für die Engel, die er für unseren Schutz entsandt hat. Die Gegenwart der Engel wird immer bei euch sein und beschützen. Lieber Gott, ich verstehe nun, dass du für mich und meiner Familie die Engel entsandt hast. Ich danke dir vom Herzen, dass du die Engel befohlen hast, so dass sie sich um mich herum lagern, meine Familie und meinen Bekannten zu beschützen. Ich glaube daran. Ich lobe und preise den Herrn, der bei mir ist und mich beschützt. Auch heute, dass niemand mir was Böses antut, preise und lobe ich dich, da die Engel mich heute beschützen. In Jesu Namen bete ich, Vater. Amen, Amen.